Halli, Hallöchen, Jungs und Mädels, und willkommen zurück zu der neuen Runde von Papo und Yo. Wir sind ganz nah am Schamanen, so heißt es, zumindest hat es das Mädchen vor letzter Folge so behauptet. Sie muss allerdings eine kleine Leitung reparieren, man kann es hier sehen, so auf Kopfhöhe, ne? Die ist unterbrochen, und damit sie das in Ruhe machen kann, muss ich das Monster ablenken, indem ich einen Schlüssel da oben mir schnappe. Ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das einfach mal. Mal schauen. Was passiert dann? Ach, er ist gefangen. So einfach geht das. Sit. Okay, da geht's weiter. Mal gucken. Ach, das ist ja einfach. So, nochmal. Sit. Nur noch eine. Da verschwinden wir. Wo ist die Lücke? Wo? Oh, scheiße. Die verschwinden, so wie es aussieht. Na gut, hätte man wissen müssen. So, nochmal da hoch und ja. So, das ist ja fies, sag mal. So, Versuch Nummer 3. Und ein bisschen früher. Ja, alles klar. So, kommt jetzt wieder vor. Ja, perfekt. Und ich wette, jetzt kommt ein Frosch. Was macht ihr da hinten? Ah, okay. Eben gerade. Hat wohl ein bisschen gebackt gerade. So, da unten sieht besser mal. Nio. Zack. Okay, der ist da ganz hinten. Vielleicht können wir ja die Abkürzung hier benutzen. So. Die Tür ist offen. Nee, mach Sachen. Mist. Er hat sie gefressen, oder was? So, hier soll meine Kiste. Eine faule Frucht. Ach, das hatten wir schon. Okay. Ach, hier waren wir schon mal, ne? Kann das sein? Deswegen noch das Fragment der Kiste hier. Na gut, wir müssen durch die Tür. Ich wundere mich nur, warum der jetzt wütend geworden ist. Hier wäre kein Frosch in der Nähe. Ach, dort bestimmt, hä? Da kam einer raus. Na gut, ab durch die Tür. So. Da haben wir einen Schalter. Sonst nichts, hä? Ist das der Anfang? Ach, mach Sachen. War ganz am Anfang die Tür zum Schamanen? Tempel? Checkpoint. Oh, da hinten ist eine Silhouette. Und alles wirkt so friedlich.
Das ist eine Statue von dem Mädchen. Was ist denn mit der passiert? Und da ist noch eine Statue von dem Monster. Und ich glaube, die kann man aktivieren, so wie es aussieht. Da ist ein Hebel davor. Und der hat irgendwas in der Hand. Das ist ein Frosch, oder? Das sind doch Froschschenkel. Okay, erstmal umschauen. Der muss wohl hier in diese große Box, hä? Sieht so aus wie ein riesiges DHL-Paket. Okay. Da ist eine Leiter, da kann man hoch. Hier gibt es nichts mehr, alles klar. Gehen wir mal eine Etage hoch hier. So, da geht's weiter. Hier ist irgendwie nix. Ah, da ganz oben ist der Tempel, hä? Sieht zumindest so aus. Okay. Hier ist eine Treppe, die wir nutzen können als Fluchtmöglichkeit. Na gut, bevor wir jetzt hier lange umher irren, aktiviere ich das Ding mal und dann müsste er sowieso hinter uns her sein, glaube ich. Oh, doch ohne Frosch. Okay, wir schnappen uns mal die Frucht hier. Wir können nicht springen. Wir können das Ding nur schmeißen, ne? Oder halt fallen lassen. Mal gucken. Okay, so geht's auch. Jetzt ist nur die Frage, guck mal, da ist ein Löwe abgebildet. Hast gar nicht gesehen. Verfolgt er uns ja auch einfach, wenn wir das jetzt hier mitnehmen. Na, mal gucken, wenn er mitkommt. Okay, zu die Tür. Okay, die Linie führt zurück. Dorthin, okay. Wow. Na, wenn das mal keine fette Inception ist. Das ist ja krass. Das ist ja cool gemacht. Was haben wir da hinten? Verstehe. Wir müssen da jetzt eh hoch. Boah, ist das abgefahren. Gibt's noch weitere Schalter, oder? Hier führt eine Leiter rauf. Oh, nein! Na gut. Wir haben ja noch eine. Boah, das sieht so abgefahren aus, finde ich. Okay. Boah, das ist so abgefahren. Jetzt stehe ich seitlich. Okay, da ist noch einer. Da müssen wir wohl rein, so wie es aussieht. Ist das abgefahren? Hier ist nochmal so ein Hebel. Krass. Ist bloß nicht runterfallen, weil ich weiß es gar nicht, nach wo ich falle. Ach, guck mal an hier. Sonnenuntergang, das ist wohl wirklich das Ende der Favela hier oben. Das sieht so abgefahren aus. Da ist der Bodenmensch.
Also, da war er zumindest vorher. Okay, hier ist wieder die Frucht. Ach, schau an, da sitzt der. Er will nicht mehr die Frucht haben. Ist ja Wahnsinn. Der Himmel klart auf. Wo fliegen wir jetzt hin? Das sieht ja abgefahren aus. Ach halt, da ist ein Schalter. Lula. Mit dem einsamen Baum. Oh. Ah, das ist ein Seilsystem. Oh. Und Lula muss da bleiben, damit die Energie fließen kann. Ich komme da leider nicht rüber. Wir sind wieder ganz allein. Nur mit Monster. Ich glaube, es geht darum, dass man diese Ängste und Verluste, die mit diesem Thema einhergehen. Wir haben es ja anfangs gesehen, dass Kiko sich versteckt hat im Schrank. Vermutlich vor seinem Vater. Und dass vielleicht er gar nicht davor fliegen kann, sondern er muss sich davon lösen. Tja, wer sitzt da? Das ist der Vater. Das ist er. Schau an. Und wirklich rüber kommen wir auch nicht. Das heißt, es ist so eine innere Sperre, ne? Also, es geht sowohl nicht das eine als auch das andere. Und wir gleiten hier, ja, durch ein Nirgendwo. Weil es eigentlich keine Lösung gibt, die vielleicht beide glücklich macht, sondern nur einen von den beiden. Hm. Schon irgendwie deprimierend. Zu wissen, dass es keine Lösung gibt, sondern dass man sich davon lösen muss, indem man sich trennt oder so. Ich weiß ja auch nicht, wie jetzt das hier weitergeht. Wir können sonst nichts tun. Wir können nur der Musik lauschen und abwarten, was passiert. Okay, hier ist das Ziel der Reise. Schade, dass jetzt Lula auch nicht mehr da ist. Jetzt sind wir ganz allein. Wir müssen uns also alleine unserer größten Angst stellen, so wie es sich anfühlt momentan. Gespannt sein, wie sich das hier auflöst. Hm. Er sitzt irgendwie da in Demutshaltung. Habe ich das Gefühl zumindest. So, da ist das Logo wieder des Schamanen. Da geht's rauf. Ach. Das ist wohl die Vergangenheit, hä? Gegenwart und Zukunft vielleicht?
Ja, das könnte gut hinkommen. Nein, die Arme. Okay, wir müssen da hoch. Oh. Kann man überhaupt von diesem Problem weglaufen? Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt ist die Frage, kommt uns das Ding entgegen oder? Ja, das sieht gut aus. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Es sei denn so, als würde das sich nicht fortbewegen. So. Okay. Die Wut, hä? Ist das die Wut, die wir ihm vorher entzogen haben? Es gibt keinen Schaman. Das ist mal die Frage, was passiert, wenn wir diesen Hebel betätigen? Es gibt vier Stück. Müssen wir vielleicht das Ding so drehen, hä? Aha. Okay, das ist die Realität. Der Traum war, dass wir mit Lula zusammen fliegen können. Gehen wir zum nächsten über. Das Monster, was die Frösche isst. Ah. Ist der Vater mit dem Alkoholproblem. Und das weckt das innere Monster in ihm auf. Jetzt ist die Frage, ist das Mädchen vielleicht die Mutter von ihm? Also die Frau des Ehemanns? Es ist die Tochter, hä? Du Scheiße, es wird gerade so düster gerade. Und das ist natürlich der besoffene Vater, der hinter Kiko hinterherrennt. Das heißt, es geht auch wirklich die Theorie auf. Ah, Scheiße. Das ist die Realität. Das andere war einfach nur eingeredete Illusion. Du kannst Monster nicht heilen, Kiko. Du musst ihn gehen lassen. Aber was heißt das dann? Heißt das, wir müssen uns von Vater trennen? Da ist er wieder. Und haut sich die Früchte rein, ja. Wow, Scheiße! Das, nee. Zum Glück ist er nur nass geworden. So, mal schauen. Ich hätte es vorsichtig, denn die Bretter sind nicht so ganz eine Ebene. So, hier ist ein Checkpoint. Ich würde mal sagen, dass wir hier mal im Moment stehen bleiben und ich ein kleines Päuschen mache, denn wir haben wieder fast die 20 Minuten erreicht. Vielleicht fürs Zuschauen, vielleicht fürs Mitfiebern und bis zum nächsten Mal bei Papa und Jo. Ich glaube, es geht nicht mehr allzu lange, aber das Spiel hatte einen wirklich tieferen Sinn und ich bin beeindruckt, wie die Entwickler dieses Spiels das verpackt haben. Und ja, kann Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und ja, auf Wiedersehen.